Wen bei mir ist heute Nachmittag? Karl-Heinz Loske. Er ist Biologe und Umweltsachverständiger und Experte für Landschaftsökologie und Artenschutz. Schön, dass Sie da sind. René hat gerade schon gesagt, Sie waren selbst mal Jäger. Wann haben Sie den Jagdschein gemacht? Mit 16 Jahren. Mit 16, also auch so früh? Ja. Ja, wir haben gerade von ja. Frau Hugenberg gehört in der 12. Klasse. Warum haben Sie das damals gemacht? Wie kam das dazu? Ja, in den Zeiten damals war es auch so, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, dass man eigentlich, wenn man sich für Natur interessierte, eigentlich an den Jägern nicht vorbeikam. Und von daher, man als junger Mann auch ganz gerne, sagen wir mal, zu so einem Männerbund gehören wollte. Mhm. Und dann gab es erst nur die Möglichkeit, einen Jagdschein zu machen. Mhm. Und den habe ich dann gemacht und mit 18 Jahren auch eine Treibjagd mitgemacht, aber die war auch die einzige. Denn, das heißt aber, die zwei Jahre, die waren Sie mit voller Begeisterung dabei? Ja, da war ich Helfer in einem freiherrlichen Revier. Ich habe Fallen kontrolliert, Fasane gefüttert und so Arbeiten, die im Revier anfallen, gemacht, ohne das groß zu hinterfragen. Aber nach der ersten Treibjagd kamen mir dann schon erhebliche Zweifel, ob das, was da so läuft, alles so richtig ist. Inwiefern? Was ist da vorgefallen? Ja, also unter anderem habe ich bei der Jagd auch erlebt, wie ein angeschossener Hase sozusagen gequiekt hat, wie ein kleines Kind. Mhm. Und es hat gedauert, bis man den dann bis zum Tode befördert hatte. Und es wurde auf Elstern geschossen. Und das Ganze drumherum, das hat mir eigentlich schon relativ schnell klar gemacht, ich möchte das für mich nicht. Und daraus ist dann sozusagen auch eine immer kritischere Haltung geworden. Und ich bin dann im Natur- und Artenschutz auch beruflich tätig geworden. Mhm. Weil das wollte ich gerade fragen, wenn Sie sagen, so, Sie haben für sich dann entschieden, ich möchte das nicht. Da sind aber jetzt natürlich noch die ganzen Kollegen, die jetzt ja zwei Jahre lang auch Kollegen waren, Freunde vielleicht auch. Wie haben die darauf reagiert? Also sicherlich war der eine oder andere auch enttäuscht, aber ich denke, das hat sich bei mir einfach deshalb auch ergeben, weil diese berufliche Entwicklung in den Ökologiebereich hinein hat ja dann auch diese Kritik verstärkt, weil ich also heute auch ziemlich sicher bin, dass wir auch ganz ohne Jagd auskommen könnten. Mhm. Und ich nenne das auch immer Hobby- und Freizeitjagd. Das hat nichts mehr mit dem Jagen zu tun, was früher mal stattgefunden hat. Mhm. Sie sagen, Sie würden die Jagd eigentlich am liebsten ganz verbieten. Erklären Sie, warum? Ich würde sagen, dass 90% der jagdlichen Tätigkeit überflüssig sind. Und zwar, wenn man von ökologischen Ansätzen ausgeht, dann sind eben fast alle Argumente, die die Jäger vortragen, falsch. Dass sich Wild beispielsweise übervermehrt, dass es Überpopulationen gibt. Wenn man aber sich mit Ökologie ein bisschen auskennt, dann weiß man, dass die Umweltkapazität die Dichte bestimmt und es gar keine Übervermehrung geben kann. Die würden schlicht verhungern. Und das Argument, was ich von meiner Vorrednerin gehört habe mit dem Wald, der nicht überlebt, wenn wir das Wild nicht regulieren, da muss man einfach wissen, dass wir eine geschlossene Waldlandschaft in Mitteleuropa nie gehabt haben, sondern wir hatten eine eiszeitliche Megafauna, die eine Savanne geschaffen hat und unsere Wildarten, Rehwild, Rotwild, Wildschwein, machen einfach ihren ökologischen Job und kollidieren natürlich mitunter mit forstlichen Zielsetzungen. Aber der Wald selber profitiert sozusagen von diesem Schalenwild, die Samen verbreiten, die auch durch Verbiss für Artenreichtum sorgen. Und es gibt ganz wenige Beispiele aus Europa, wie den Vatikanwald beispielsweise, wo man sieht, dass es auch ohne Bejagung hundertprozentig funktioniert. Ich denke mal, dass Sie mit diesen Argumenten mit Sicherheit schon zu Jägern gegangen sind und haben das vorgetragen und haben gesagt, das ist alles gar nicht nötig. Was bekommen Sie da für Rückmeldungen? Rückmeldung, das ist doch nötig, weil man eben glaubt, dass man unverzichtbar ist. Aber im Endeffekt ist das Problem einfach, dass die meisten Jäger sich nicht eingestehen, dass sie nicht auf die Jagd gehen, um ökologisch was Gutes zu tun, sondern ihre, meines Erachtens zum Teil irrationalen Leidenschaften, nämlich den Jagdtrieb sozusagen zu leben. Und da ist eben die Frage in der heutigen Zeit mit einem ethischen Anspruch, ob das wirklich die Gesellschaft tolerieren kann, dass aus Lust und Vergnügen jedes Jahr 5,5 Millionen Wildtiere in Deutschland abgeschossen werden. Obwohl wir gerade von Frau Hugenberg gehört haben, es ist wirklich dieses Abschießen von den Tieren, sage ich jetzt auch mal so, ist nur ein ganz kleiner Prozentsatz von ihrer Arbeit. Zeitlich schon, aber den 5,5 Millionen Tieren ist das egal, weil die werden ja geschossen. Und auch wenn der Jäger vielleicht nur 10% der Zeit mit der Jagd verbringt. Er tut doch sehr vieles, wie die Wildfütterung oder das Regulieren von aus seiner Sicht schädlichen Arten, die in den Naturhaushalt eingreifen. Und ich denke, das ist nicht erforderlich. Die Frage der Sendung lautet heute ja auch, müssen wir unbedingt die Jagd haben? Und da sage ich ganz klar, wir brauchen die nicht. Sie sagen, wir brauchen die nicht. Frau Hugenberg sagt, doch, wir brauchen die. Und deshalb freuen wir uns sehr, wenn wir sie nachher beide noch mal hier am Tisch haben. Dann sitzen wir hier zu viert und dann werden wir natürlich darüber diskutieren. Und wir möchten auch mit Ihnen zu Hause darüber diskutieren und freuen uns natürlich, wenn